Hallo zusammen, ich wollte euch mal gerade eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar haben manche ja schon gesehen, dass ich auf Instagram letztens ein Bild von einem neuen Pen-Display gepostet habe. Das heißt, eine Art Grafiktablet, wo man eben auf dem Display schon zeichnen kann und malen kann, digital. Und ja, ich habe da jetzt was Neues. Und zwar von Gaumon, das PD1560. Es ist mir nicht gestellt worden, naja, mehr oder weniger. So ein bisschen von Fabi. denn zwar werden Videos und eventuell auch Livestreams hier auf Simplicadi kommen, aber es ist zu einem großen Teil auch dafür gedacht, dass ich eben für unseren Hauptkanal die Thumbnails verschönern kann, Logos und Emotes und sowas selber gestalten kann. Und deswegen hat Fabi mich da unterstützt und noch ein bisschen was vorgestreckt. Sad life. Das Ganze ist tatsächlich für so ein Pen-Display recht günstig, wo wir gerade schon beim Preis waren. Es liegt bei 370 Euro. Die meisten fangen ja erst bei 800 Euro irgendwas an, die so teuer sind. Ich nehme das jetzt gerade direkt nach dem Aufstehen auf. Deswegen mein Pony liegt auch noch ein bisschen platt rum, aber macht nichts. Ich werde nachher mal gucken, ob ich das euch mal so ein bisschen zeigen kann, wie das aussieht. Ja, viel werde ich euch davon nicht zeigen können. Mehr wird es dann wirklich in Zeichen, Videos oder Streams zu sehen geben. Das ist jetzt wirklich nur eine ganz kurze Information quasi für euch, weil viele gefragt haben, was ist das denn für eins, was du da jetzt nutzt? Wichtig zu sagen ist, dass es zum einen ans Netz angeschlossen werden muss. Das heißt, es hat einen eigenen Netzstecker, es braucht extra Strom, es reicht nicht nur USB. Außerdem per HDMI muss es an eure Grafikkarte angeschlossen werden. Laptops haben eigentlich auch einen HDMI-Anschluss. Das ist einfach nur, um das Bild auf das Tablet zu übertragen, auf das Pen-Display. Und USB hat es auch noch, also am Tablet selbst Micro-USB, am PC wird es angeschlossen mit USB. Kann ich euch leider auch nicht mehr zeigen. Ich hätte eigentlich ein Unboxing machen müssen, um euch alles perfekt zu zeigen, aber gut. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ich hoffe, ich wackel gerade nicht zu sehr rum. Ja. Ich glaube, das war das Gros, was ich erzählen könnte. Was noch dabei ist, ist eine riesengroße Schutzfolie, die ich leider nicht blasenfrei aufgetragen bekommen habe. Macht aber nichts, das behindert mich zum Glück beim Zeichnen nicht. Ein Standfuß war dann noch bei, sogar mit Schrauben und Schraubenzieher. Und so ein halbseitiger Handschuh, dass man besser über das Display drüber gleitet, was ich auch sehr, sehr cool finde, muss ich sagen. Bislang brauchte ich es noch nicht. Aber ich denke mal, dass das bei längerem Zeichnen doch definitiv ja, seine Vorteile haben wird. Nutzen könnt ihr dieses Tablet übrigens, beziehungsweise dieses Pen-Display, sowohl mit Windows als auch mit Mac. Das funktioniert beides. Solltet ihr Interesse daran haben, dann ist auch in der Videobeschreibung das Ganze nochmal verlinkt mit einem Amazon Affiliate Link. Das heißt, wenn ihr das kaufen wollen würdet und ihr kauft es darüber, unterstützt ihr uns sogar noch ein kleines bisschen, ohne was drauf zu zahlen, weil wir einfach dann ein bisschen Provision bekommen, dadurch, dass die Leute sehen, aha, die haben das da gesehen. Dann bedanken wir uns jetzt auch ein bisschen bei denen. Ja, so läuft das Ganze ab. Und ich gucke jetzt mal, dass ich mir gleich mal irgendwie die Kamera auf die Beine stelle oder sowas und ein bisschen was gefilmt bekomme. Viel werde ich da jetzt sowieso nicht zeigen können, aber ja, whatever. Ich werde einfach mal ein bisschen was ja, mit der Kamera filmen, dass ihr seht, wie das Tablet aussieht und wie das aussieht, wenn das an ist, wenn man da drauf malt. Und ich werde, glaube ich, auch mal ein bisschen was ja, einfach zeigen, dass ich das schon mal kurz aufnehme, so mit den verschiedenen Druckstufen, die es hat. 8100 noch irgendwas unterschiedliche Druckstufen, die es erkennt beim Stift. Und ja, ich gucke mal, was ich euch dann heute alles so zeigen kann. Und ich muss mal schauen, ich habe auch geplant, eben Videos und eventuell auch Livestreams zu machen, wenn das alles zeitlich hinhaut. Ich bin kein Zeichencrack, das sage ich euch von vornherein. Also ich bin jetzt niemand, der ein Bild hochlädt oder einen Speedpaint hochlädt und man sagt, oh mein Gott. Nein, ich habe grob die Basis und die Grundkenntnisse und ja, alles andere muss ich mir selber erarbeiten. Ich möchte mit Chibis anfangen. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz interessant, mal wirklich so von der Basis anzufangen. Und nicht immer nur die fertigen Meisterwerke schon zu sehen und bei jemandem zu gucken, der es einfach mega gut kann. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock mitzulernen.
Mal schauen. Ich werde auch zu diesem Zweck ein extra Simplicity Discord anlegen, wo ihr dann, wenn ihr mitmachen mögt, eure Bilder auch hochladen könnt und ja, schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet und dann zeige ich euch jetzt mal das gute Stück. So, das hier ist es jetzt also, das Grafiktablett. Sorry für die Umordnung hier auf meinem Schreibtisch. Es liegt ein bisschen was rum, ein ganz kleines bisschen. Und das muss ich noch wegdrehen. Eigentlich habe ich das auf Instagram schon gezeigt. Ich habe hier nämlich noch so einen Eisbecher an der Seite stehen, den ich mir gewaschen hatte, weil er mir so gut gefallen hat. Also man sieht hier die Luftblasen leider in der Folie. Aber die stören zum Glück nicht wirklich. Hier an der Seite sehen wir so Tasten, die sind unterschiedlich belegt. Mit Pinsel vergrößern, verkleinern. Hier unten auf der hier ist zum Beispiel ein Schritt zurück. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, ob man das irgendwie abändern kann. Hier an der Seite schalte ich das an. So, jetzt geht es an und tada, ihr seht meinen Desktop. Ich habe Pua von Moana bzw. Vaiana. Ist es nicht süß? Ich finde es voll knuffig. Dann seht ihr da nämlich meinen normalen Desktop. So groß ist der Monitor. Seht ihr dann nämlich hier unten gespiegelt. Und so funktioniert das dann auch mit dem Zeichnen. Ich kann dann einfach Programme. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz. Ich habe jetzt hier auf dem Main, habe ich jetzt gerade hier von meinem Videoschneiden, die Programme drauf. Und die kann ich dann einfach von oben nach unten ziehen. So funktioniert das mit dem Grafiktablett. Und dann kann ich einfach mit dem Stift, kann ich mir dann nehmen, nein, ich bin keine Linkshändlerin, Händlerin. Ich mache das jetzt einfach mal so, könnt ihr dann hier so antippen. Und dann eben auch zeichnen. Und wie das Ganze dann im Programm aussieht, das zeige ich euch ganz grob mal noch jetzt. Ich kann da noch kein großartiges Tutorial machen, ich muss mich erstmal selber da reinfuchsen. Aber einfach, dass ihr mal einen kleinen Überblick darüber habt. So, so sieht das Programm jetzt aus. Ich nutze das Programm Clip Studio Paint Pro. Das Ganze kostet, ich glaube, 43 Euro, ist aber immer mal wieder im Angebot. Das ist eine Software, die ist sehr stark auf Manga und Anime ausgelegt, ähnlich PaintTool Sai. Hier habt ihr die Möglichkeit, jetzt unterschiedliche Versionen oder Varianten hier aufzumachen, neue Leinwände. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, euch unterschiedliche Pinsel runterzuladen, die andere in der Community zur Verfügung gestellt haben. Also eine sehr, sehr coole Sache. Und ihr seht jetzt hier schon, dass sich hier der Cursor bewegt. Ich kann es jetzt leider eben nicht mehr zeigen, meine Kamera war jetzt schon leer. Aber ich habe jetzt, den Stift über dem Display. Das heißt, ich muss das nicht so umständlich machen wie bei normalen Grafiktablets, dass ich einfach irgendwo rechts oder vor dem Monitor male und ich muss auf den Monitor gucken, um zu sehen, was ich tue. Hier ist es so, dass ich direkt auf dem Bildschirm sehe, was ich mache. Ich habe mir jetzt hier einfach mal einen dunklen Bleistift genommen und rein theoretisch, wie gesagt, ich habe noch nicht wirklich Ahnung davon. Aber und wenn ich jetzt hier zum Beispiel an der Seite die Tasten drücke, dann geht es wieder weg. Ich glaube, andersrum geht es nicht. Zumindest habe ich dafür noch keine Taste gefunden. Also ich habe hier unterschiedlichste Tasten. Ich versuche jetzt gerade mal mein Comic-Pferd zu malen, was ich gerne und oft male. Ich habe ich muss mich da noch dran gewöhnen. Es ist immer noch komisch, aber es ist deutlich leichter, finde ich jetzt persönlich, als das Ganze zu machen mit einem normalen Grafiktablett. Damit fällt mir das unheimlich schwer. So, ich mache hier gleich einen weißen Punkt rein. Damit fällt mir das unheimlich schwer, weil mir da irgendwie komplett die Auge-Hand-Koordination fehlt. Wie gesagt, also das ist echt, ja, nicht meins. Ich habe so viel schon versucht, einfach mich da dran zu gewöhnen. Ich krieg's aber einfach nicht hin. Sondern wie gesagt, auch hier die unterschiedlichen Druckstufen, das alles hinzukriegen. Ja, es ist ein Comic-Pferd. Und die Beine sind zu kurz.
Okay, Leute, das ist kein Comic-Pferd, das ist jetzt. Das ist eine Comic-Giraffe. Weil das ist ja so nicht wirklich ein Pferd. Also, Comic-Giraffe, so. Oh Gott, oh Gott. Ihr habt also hier die Möglichkeit, von ganz leicht aufzudrücken, bis immer stärker, bis zu ganz stark. Das fällt jetzt hier aber mit dem Bleistift nicht so auf. Dafür nehme ich am besten mal den Pinsel hier an der Seite. Auch damit könnt ihr weniger Druck ausüben, mehr Druck oder ganz viel Druck. Also ihr seht das. Ganz, ganz leicht. Bisschen mehr, bis zu ganz viel. Man kann hier eben auch alles Mögliche einstellen, aber das ist ja unabhängig vom Grafiktablett. Hier unten könnt ihr eben auch Farben ändern. Ich finde es halt mega nice, dass man das ja alles auf dem Tablet machen kann und man sieht eben direkt, was ich hier tue und ich muss nicht noch großartig hin und her switchen und also mit den Augen, weil das kriege ich einfach nicht hin. Ich muss entweder gucken, was ich auf dem Tablet zeichne, dann sehe ich nicht, wo ich ansetze, dann kam es oft vor, dass ich jetzt, wenn ich jetzt versucht habe, ein Pferd zu machen, dann habe ich halt geguckt und habe quasi nichts gesehen und dann, ich versuche es jetzt mal, indem ich einfach mal nicht hingucke. Also sowas kam dann mit dem anderen Grafiktablett raus, ne? Also total verschoben, weil ich es einfach perspektivisch nicht auf die Reihe bekommen habe. Von daher ist das hier doch jetzt definitiv einen Daumen rauf wert. Ich kann keine Hände. Das sind auch so Sachen, die ich jetzt alles, was ich alles noch üben kann. Aber ich kann jetzt, voll cool, oh, ich mache jetzt eine pinke Signatur. Ich kann jetzt endlich hier mal schön schreiben. Okay, mit dem Pinsel jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber mit dem Bleistift-Tool dann vielleicht. Also ihr Lieben, ich persönlich bin mega happy über diese Investition und ich freue mich extrem darauf, wenn ich das dann auch in Videos und in Streams anwenden kann. Ich hatte es ja schon mal erzählt, dass ich eben auch das Ganze auf einen Discord-Channel ziehen werde, auf einen SimpliKali-Discord-Channel. Den werde ich jetzt hier unten unter dem Video auch schon mal verlinken. Das ist das Zeichen von Endlichkeit, aber ich glaube, das ist auch so dieser Hyper-Link. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Streich das. Ja, da können wir natürlich nicht nur über Zeichnerei quatschen, also über Rumgekleckse, sondern auch über Reiterei. Könnten wir da auch reden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Sache haltet. Ich kann ja jetzt mal noch ein Bild machen mit dem Handy, wie das Tablet jetzt aussieht und euch das wenigstens mal noch einblenden. Ja, das ist dann vielleicht immerhin etwas. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem Programm, wo ihr das herbekommt, ich kann das auch verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Das Tablet verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse dran habt. Ich persönlich finde es jetzt so, fürs Erste finde ich es sehr, sehr gut. Wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass die Pinselspitze, also die Stiftspitze, nicht immer genau da ist, wo ich auf dem Blatt auch zeichne. Das kann man aber kalibrieren. Da muss man halt ab und an schon mal nachkalibrieren. Das ist jetzt der einzige Kritikpunkt, der mir bislang aufgefallen ist. Aber ja, ich bin gespannt. Ihr könnt mir natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen rauf da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like sehr freuen. So, jetzt kommt. Ach, ich hab da einfach Spaß dran. Ich gehe da richtig drin auf. Ich freue mich einfach drüber und ich bin happy. Und ich hoffe, das sieht man. Oder ich glaube, das sieht man. Gut. Damit habe ich euch jetzt so ein bisschen präsentiert, was damit möglich ist. Und vielleicht konntet ihr euch damit so ein bisschen ein Bild verschaffen. So, aber ich würde sagen, das war es jetzt auch mit diesem kleinen Einblick. Ich weiß noch nicht genau, wann die ersten richtigen Videos kommen werden. Oder wie gesagt, auch Livestreams. Da muss ich sowieso schauen, wie ich das zeitlich mache. Ich hoffe, ich konnte euch einen mini kleinen, klitzekleinen Einblick verschaffen. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr auch schon mit Grafikdisplay gearbeitet, mit Grafik-Tablet? Oder habt ihr vielleicht selber sogar ein Pen-Display?
geht es euch vielleicht wie mir und ihr sagt, mit einem eigenen Grafiktablett geht es euch vielleicht wie mir und ihr sagt, mit einem Grafiktablett komme ich gar nicht klar. Bei mir funktioniert da Auge-Hand-Koordination gar nicht. Funktioniert nicht. Ich habe da so lange schon geübt, aber ich krieg's einfach irgendwie nicht auf die Kette. Und deswegen ist für mich so ein Pen-Display die definitiv deutlich bessere Wahl. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Kommis und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.